Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Resident Evil 4. Und zu den Kommentaren, die ich jetzt bekommen habe, ich muss leider sagen, ich habe leider keinen Controller. Wusste ich nicht vorher, dass das so eine schwierige Steuerung ist. Hätte man mir eher sagen müssen. Aber ist jetzt egal. Ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt. Ja, also ich denke mal, das hat man auch im Zusehen gemerkt, dass am Ende der vierten Folge was um Welten besser als am Anfang der ersten Folge. Also wenn man sich ein bisschen reinfindet, geht's schon. Es ist immer noch sehr ungewohnt. Aber ich sag mal, es ist okay. Genau. Dann, ich glaube, das hat es nicht gespeichert. Genau. Das muss ich das Kraut doch einsammeln. Das ist mir vorher noch reingefallen, zum Glück. Und jetzt weiß ich nicht, wir waren in dem Raum nicht fertig. Ich wollte eigentlich noch mal reingehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es überhaupt noch geht. Deswegen einfach mal probieren. Was geht's jetzt eigentlich noch? Ah, nein! Okay, never mind. Hätten wir vielleicht auch nicht machen sollen. Oh. Aber wir haben uns gerade schon am Leben gelassen, also ich bezweifle, dass er uns jetzt tötet. Nice, dreckige Hose, Boy. Oh! Titties! Denkt er sich auch gerade. Alter, der hat zwei Schüsse in den Rücken bekommen und steht. Und springt aus dem ersten Stock durch eine Glasscheibe. Und lebt wahrscheinlich einfach noch ganz normal. Hat wahrscheinlich nicht mal Schmerzen. Okay, das ist merkwürdig. Eigentlich wollte ich hier nur rein. Um zu schauen, ob hier noch irgendwas ist, weil ich glaube, wir haben es uns nicht ganz angeschaut. Bürgermeisters Notiz. Wie von Lord Settler verlangt, befindet sich der Amerikaner lebend in meiner Gewalt. Ich weiß nichts über seine Beweggründe. Ich glaube, ich würde die beiden nicht zusammen einsperren. Louis würde sicher keinen Fremden tauen, aber wenn sie doch zusammenarbeiten sollten, würde die Lage verzwickt. Wenn eine dritte Partei involviert ist, wird sich eine solche Chance doch nicht entgehen lassen. Vielleicht ist es eine List von Lord Settler. Wir sollten verletzbar wirken, damit sich die anderen sicher fühlen. Falls allerdings schon ein Eindringling unter uns ist, sind unsere Pläne hin. Der Lord nimmt das Risiko in Kauf, wenn er dadurch die Verschwörung zerschlägt. Die Entscheidung liegt bei ihm, wir müssen ihm vertrauen. Okay. Muss ich hier schon wieder die Tür öffnen? Oh Gott. Na gut, diesmal passiert zumindest nichts. War Louis der andere Typ? Ich habe exakt seinen Namen vergessen, aber ich denke mal, dass das dann Louis war. Seine Tür. Warum zum Teufel ist hier unten? Sag mal nicht, der lebt noch. What the fuck? Das war ein sauberer Schnitt durch die Kehle. Hat er sich in das verwandelt, was er da gerade in die Toilette abgeseilt hat. Na gut, das war ja nur ein Pissoir. Das ist da, was der gerade am Boden sich aufgelöst hat, das hat sich ja nach Kot angehört. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jo, die Bewohner dieses Hauses ernähren sich wie normale Menschen. Mal nachladen. Ah, hier können wir schon wieder speichern. Das ist so komisch, weil letztes Mal, also letztes, das Kapitelende ist halt genau 2 Minuten hergefühlt. Jetzt können wir einfach schon wieder speichern. Das ist echt ein bisschen komisch. Okay. Ich will gar nicht nach draußen, also ich höre schon wieder diese krüppeligen Dreckszombies. Ein Ei? Braunes Hühnerei, ja, danke. Ich frage mich, wann der Waffentyp hier wieder kommt. Ich habe das Gefühl, der kommt genau, wenn man ungefähr wieder 20.000 hat. Weiß auch nicht, wieso ich das denke. Hier ist noch was zum Looten. Yay! Ich habe schon wieder vergessen, wie die Währung heißt. Florik hat es in die Kommentare geschrieben. PTAS. Das spielt eigentlich auch keine so große Bedeutung. Hehe, Brandgranate. Was da unten geht anscheinend nicht auf. Ah, hier ist auch noch eine Tür, lol. Nee. Hä? Ist das keine Tür? Oh, nein, mal, das ist einfach eine ganz normale Wand. Okay, das ist das gleiche nochmal. Ja gut, dann haben wir es leider in dem Haus geschafft. Das heißt, wir müssen rausgehen. Oh. Oh oh.
Your Boy Kettensägen Boy. Wartet mal. Wenn er uns eh noch nicht angreift, dann nehmen wir das Gewehr. Das ist viel stärker. Ach du Scheiße, da stehen ja noch mehr. No way. Verdammt. Oh, okay, Kettensägenboy steht wieder. Scheiße, er steht schon wieder. Ah, ich kann ihn nicht treten. Ah, was? Der one-hitted mich? Ja gut, okay, er hat mir den Kopf abgeschnitten. Das kann man nicht überleben. Ich habe schon gespeichert. Nein, da habe ich mir das Zeug noch nicht geholt. Verdammt. Ja, damit. Ich sollte mir angewöhnen zu speichern, bevor ich rausgehe. Und nicht, na egal, speichern wir nicht nochmal für die zwei Sachen. Aber das habe ich mir dann vielleicht auch noch nicht geholt. Yes. Sehr schön. Okay, dann jetzt. Alter, aber ich habe den. Na gut, okay, ich habe ihm nur zwei Headshots gegeben. Und das ist ja ein starker Gegner. Also es macht sogar Sinn, dass der nicht tot ist. Aber dass man ihn nicht treten kann, finde ich blöd. Hä, hey, was? Oh, nee. What the fuck? Ich muss ihm unbedingt Headshots geben, weil ich will keine Munition verschwenden. Jetzt ist es vorbei. Verdammt. Wo? Okay, da oben. Nein, ist das noch ein Kindensegen-Typ? Nein, das ist nicht. Ganz normaler Typ. Wie viel Schuss haben wir? 52. Verdammt! Puh. Sehr gut. Oh, die haben alle was gedroppt. Das ist ziemlich selten. Oh, nice. Rubin, oh, der müsste ja was wert sein. Also mehr ist. Das ist irgendwie so ein bisschen. No! Warum kann ich die nicht treten? Warum funktioniert. Am Anfang ging das doch bei jedem Gegner. Und jetzt jedes Mal, wenn ich es machen will, geht's nicht. Rotes Kraut? Was macht das? Das war sie nicht. Da steht schon wieder einer, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Oh mein Gott! Never mind, da steht nicht nur einer. Die haben 25 bis Gewehrschüsse und die Gewehrschüsse töten ja immer mehr oder treffen immer mehrere auf einmal, deswegen. Never mind. Diese verspätete Reaktion, Alter. Oh mein Gott, zum Glück hat er nicht getroffen. Was für ein Idiot, Alter, wo hat der denn hingeworfen? Hä? Ja, Alter, wie viel Äxte hast denn du in deinem Gürtel? Oh! Alter, hör auf, Äxte zu werfen. Der holt echt noch eine raus. Oh oh. Alter Schwede. Ein mieser Wichser, Alter. What the fuck, Mann? Oder was heißt Äxte sicheln? Heilige Scheiße. Mieses Arschloch. Oh mein Gott. Solange sie nicht hinter mir kommen können, ist alles cool. Oh mein Gott. Nein! Verdammt, 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 ich hab Panik bekommen.
Ah, scheiße, 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 wir haben zu viel Leben verloren. Ah, das ist nicht gut. Oh, oh. Oh, bleib weg, bleib weg. Ach du Scheiße, da kommen wir noch mehr. Soll ich mein grünes Kraut... Ah, ich weiß nicht, ob das klug ist. Aber wir haben sogar zwei. Okay. Ja. Ah, Scheiße. Nein, 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 nein. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. What? What? Wie viele noch? Oh mein Gott, Alter, das sind einfach fucking 10 Gegner hintereinander. What the fuck, man? Heilige Scheiße, ey. Das Spiel ist nicht einfach. Vor allem, das Problem ist halt, man will gar nicht die ganze Zeit schießen, weil man ja dann seine ganze Munition verballert. Das ist eigentlich voll dämlich. Wie viel habe ich noch? 23 Schuss. Also ich kann zumindest die ersten paar mit dem Gewehr platt machen, damit sie sich nicht so ansammeln. Nice! Zwei mit einem Schuss. Geil. Das war gut. Zwei kill ich noch mit dem Gewehr. Sehr schön. Und jetzt den Rest mit Pistole. Und mit Messer hauptsächlich. Oder dritten. Oh nice, der hat grünes Kraut gedroppt. Oh, was? Der duckt sich einfach. Are you fucking kidding me? Oh, 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 oh. Wo kommt denn jetzt eigentlich der dritte Typ schon wieder her, Alter? Heilige Scheiße. Oh nein, die Items despawnen? Oh, bitte nicht despawnen. Steht da drinnen auch noch einer, warum ist denn nicht rausgekommen? Ich glaube, ich habe da gerade noch einen drin stehen sehen. Nee, doch nicht, es war die Kiste. Die beiden Kisten. Aber die Musik hat noch nicht aufgehört, das heißt... sind immer noch mehr Gegner. Oh, meine Schultern sind so verspannt, ey. Bei dem Spiel spanne ich mich übelst an, Alter. Nicht, weil es so krass gruselig ist. So, weil die Jumps, also manchmal, die plötzlich einfach so hinter dir stehen und vor allem vorher einfach niemand da war, ist echt ein bisschen scare, also Jumpscare-mäßig. Aber ansonsten geht's eigentlich. Wo geht's denn da hin? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich lang... Also ich muss die Kirche... Ach so, Moment mal, hier war ich ja schon, lol. Das ist ja wieder da, wo ich am Anfang war. Also meine Quest ist, zur Kirche zu kommen. Und die Kirche ist ja das, wo die da vorne alle rein sind. Ja! Nein, es ist gelbes Kraut gewesen. Scheiße. Oh, rotes Kraut... Das bringt mir halt nichts, weil ich keine Ahnung habe, was das macht. Okay. Oh, lol. Deswegen dem Typen ist die, hört die Musik nicht auf. Aber hinter dem leuchtet irgendwas. Schnell, 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 schnell. Das Hühnchen denkt sich auch nur. Der hat das gedroppt. Oder das Huhn hat das gedroppt. Frage ist, wie komme ich jetzt auf das Dach wegen der Belohnung? Ah, da geht's irgendwo hoch. Da stand irgendwie gerade nehmen, aber was nehmen? Oder na, das war wahrscheinlich das Prüfen, was immer kommt. Kann ich das Huhn da eigentlich umbringen? Da
Verdammte Scheiße, komm her. Okay. Nicht mit dieser Steuerung. Keine Jagd auf Hühner machen. Hier ist noch eine Truhe. Ah, die habe ich vom letzten Mal... Ach, schon wieder rotes Kraut. Was bringt denn rotes Kraut? Ich will grünes Kraut. Wartet mal. What? Du Wichser, du mieser Hurensohn. Oh. Du Scheißstück Scheiße, Alter. Drop ein grünes Kraut für meine Qualen. Ach, Pisse. Pisse aus meinem Arsch. So, was macht rotes Kraut? Kombinieren. Kräuter R plus G. Ah, Mischung aus zwei Schienenkräutern. Mit einem Grünkraut mischen, erhöhen sie den Max-Gesundheitspegel und stellen sie ihre Gesundheit ganz wieder her. Ja, und was bringt dann... Hä? Ach so, untersuchen funktioniert. Mit einem grünen Kraut stellt sie ihre Gesundheit vollständig wieder her. Mit einem grünen Kraut gemischt, erhöht es ihren maximalen Gesundheitspegel. Ach, das da unten, das kann man erhöhen? Oh mein Gott, warum sagt mir das niemand? Kombinieren. Scheiße. Jetzt will ich es mal ausprobieren. Tatsächlich. Verdammt nochmal, das hätte mir jemand eher sagen sollen. Das heilt dann und wir haben insgesamt mehr Leben. Das ist natürlich nicht schlecht. Ach, fuck you, Huhn, Alter, dann nicht. Töte ich dich halt nicht, Mann. Scheiß Huhn. So. Also, wir sollten die Kirche finden. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung für die nächste Folge. Beziehungsweise will ich noch kurz hinter die Kirche schauen und schauen. Da ist nichts drin. Und hierhin wollte ich noch kurz gucken, oder ist auch nichts. Na, sprich, wir müssen an die Kirchentür klopfen. Ah, oh, Moment mal, gehen wir noch hier hoch. Oh, bitte, dass niemand da oben steht. Bitte, dass niemand da oben steht. Bitte, dass niemand da oben steht. Ah, oh, steht niemand hier, aber da liegt Gewehrmunition. Ja, danke. Sehr schön. Okay. Na gut. Dann würde ich aber sagen, geht's wie gesagt beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Oh, macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.